Ja, genau, macht er die noch. Du bist tot, mein... So, ja, die haben halt jetzt wieder ihre nette Panzerung, die wahrscheinlich eh nicht so viel bringt. Also was auch eine schöne Frage wäre, die Kolonisten wissen ja, dass auf diesem netten und sehr freundlichen Planeten Monster leben. Aber die kommen erst jetzt auf diese schöne Idee, diese Geschütze zu verbessern. Und ich frage mich, wenn sie diese Geschütze haben, wieso sind diese Geschütze nicht sofort so gebaut, dass sowas bringen? Aber das sind auch Fragen, die könnte ich irgendjemandem stellen und der könnte es mir auch nicht beantworten. Ich finde es irgendwie schade, wenn Filme oder Spiele wie Evolve halt Logikfehler haben. Das finde ich immer blöd. Aber das beste Beispiel für einen richtig logischen Film ist zum Beispiel Oblivion. Ist auch mein Lieblingsfilm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wieso die sich jetzt gerade so bewegt haben, weiß ich auch nicht. Wenn ihr euch das jetzt in der Schnelligkeit 0,5 anhört, das hört sich lustig an. Es hört sich an, als hätte ich irgendwelche Halluzinationen oder so und... Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel eine Stelle, wo ich immer noch richtig gut finde an Evolve, an Oblivion wollte ich sagen, ist zum Beispiel die Stelle, der wird K.O. geschlagen und wird verschleppt mit so einem, keine Ahnung wie man das nennen soll, wird verschleppt und ist dann, ach die Karte ist dann kleiner. Und ist dann halt auf diesem Wagen und was man da auch sieht, sind zwei dieser Dinger, wo man lange drinnen bleiben kann und nicht altert. Und diese zwei Dinger werden am Ende nochmal benutzt. Das eine Ding bringt der auf diese Raumstation, auf den Ted oder wie der heißt. Und das andere Ding bringt der nämlich, da ist diese Frau drinnen. Das habe ich auch erst rausgefunden, nachdem ich das dritte Mal oder so geguckt habe. Aber sowas ist dann richtig cool. Wenn solche Sachen dann auch noch logisch sind, das ist genial einfach nur. So, okay, die haben den Generator noch nicht zerstört. Wir müssen nur noch 4 Minuten überleben. Also ist das jetzt dein Ernst? Also wenn du mich nicht triffst, dann musst du bestraft werden. Ich find's blöd, dass es mich jetzt töten wird. Ist es ein bisschen schade. Aber so viel ich weiß, wird man ja eh unendlich oft eingesetzt in Evakuierung. Also hier, wenn man die Dinger beschützen muss und so. Aber ich werde ja eh wiederbelebt. Von meinem netten Bot. Ich laufe schon wieder dem Monster hinterher. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Das soll einfach wieder zu uns kommen. Was ist mit deiner Panzerung passiert? Also solche Ausdrücke will ich hier nicht mehr hören. Also ich bitte sie. So, du kannst sie brutzeln. Ich werde ihnen auch noch ein bisschen Schaden machen. So, das geht doch. Fratzi. Ja, die sind schon fast down, also mit Val kriege ich irgendwie Evakuierung ziemlich gut hin, muss ich ganz ehrlich sagen. So, geh einfach sterben. Achso, das ist noch gar nicht tot. 3 Minuten bis zum Sieg. Ja, also läuft, würde ich sagen. Wer muss geheilt werden? Hank auch nicht, aber Markov. Aber der geht auch immer voll drauf. So.
Ja, Wahnsinns-Team. Ich bin der Einzige, der hier was Gescheites macht. So, aus welcher Richtung kommen sie? Das würde mir nämlich einiges erleichtern. Dann könnte ich einfach wieder Betäubungspfeile, Markov, Brutzel zerschön und ich werde wieder mit meinem Scharfschützengewehr schießen. Ich glaube, die kommen von da. So, das haben wir schon mal getroffen. Das haben wir getroffen und das haben... Naja, geh mir halt in den Weg oder was. So, den haben wir auch noch getroffen. Und jetzt werden wir den töten. Ist so schön zu wissen, wenn man gewinnt. Und wenn ich jetzt verliere. Dann ist es blöd. Ey, komm, könnt ihr bitte sterben gehen? Ich will gewinnen und nicht verlieren. Nein, nicht den Generator kaputt machen. Boah, ich habe dem voll den Headshot gegeben. Das hat mir Leben gezogen, kann das sein? Headshots ziehen mir Leben. Hallo, bleibst du mal hier? Ich will dich nämlich töten. Töten will ich dich. Dass er sich nicht umdreht und mich töten will. So wie er jetzt mich töten will. Ja, gut, dass du mich schützt. Ja, so macht das ein Scharfschütze, hä? Ja, genau. Stell dich halt. Aber ich hab's getroffen. Und ich werde es auch wieder tun. Ah, gut, gut, trifft's. Oh mein. Also, ich habe noch nie gesehen, dass jemand so gut gezielt hat als Bot. Respekt, lieber Bot. Ja, also, ja, so viel dazu. Das Monster hat heute also keine Lust zu spielen. Und rennt schon wieder weg. Mal sehen, ob es überhaupt wiederkommt. Mich würde es ja, also mich persönlich würde es ja echt wundern. Es hat ja eigentlich keinen Grund dazu. So, das habe ich auch betäubt. Wir sollten das hintere töten, das hat mehr, weniger Leben. Jetzt sollten wir das töten, das hat gar kein Leben mehr. Aber die Geschütze haben es schon gebracht, vor allem die, wo da stehen. Und jetzt können sie nur noch aus dieser Richtung kommen. Oder? Oder aus dieser Richtung. Aber wir können sie beide Male vorzeitig treffen. Ich hoffe bloß, dass es jetzt nicht da angerast kommt und uns unsere Geschütze kaputt macht. Wenn diese Kreaturen hier häufiger vorkommen, verstehe ich auch. Nee, das rennt sogar weg. Ja, Gobot hat uns angeheuert. Und jeden bekannten Jäger der Galaxis. Jetzt wissen wir warum. So, wo bist du? Komm her. Sie gehen. Wir bleiben zum Sterben. Wie? Ja, zum Sterben oder zum Gewinnen, das ist die Frage. Ich weiß nicht. Ich habe einen Pumpe des Monsters gefunden. Ach nee, jetzt habe ich keinen Pfeil mehr für das Monster. Das ist doch nicht dein Ernst, du kannst doch... Du bist so ein dummes Arschloch, du bist so ein Arschloch. Weißt du das, hä? Weißt du das? Ich töte deine Freunde. Ich töte deine Freunde. Ich töte deine Freunde. Und ich habe kein Mitleid. So, dein anderer Freund flieht schon. Ja, wenn du mich in Ruhe lassen würdest, dann könnte ich deine Freunde besser töten. Besser töten. Besser töten. Wenn ich jetzt nicht sterben würde, dann wäre das kein Ultra-Fail. Sterben. Der stirbt auch schon. 2 Minuten 40. Wir sind besser als vorhin. Ja, ich bin bereit. Markov. Immer kriegt Markov auf die Schnauze, oder? Ja, Technologie ist toll. So, wenn der wieder hier angerast kommt, dann werde ich ihm wieder Betäubungsmittel reinhauen. So, die kommen wieder in 3 Sekunden. In 2 Minuten haben wir gewonnen. Wenn wir die jetzt abwehren können, dann haben wir gewonnen.
So, da hinten habe ich gerade das Monster gesehen. Ja, das weiß ich selber. Ich weiß bloß nicht, ob es was bringt, den Meer reinzuhauen. Wir sollten einfach... Alter... Das ist doch... Warte nicht. So, ihr schießt bitte da drauf. So, wenn ihr den Generator nicht kaputt machen könntet, wäre das eindeutig das Netteste, was ihr je getan habt oder hättet. Und wenn ihr mich nicht töten würdet, also das wäre ja dann der Abschluss, ne? Ja, natürlich wieder auf mich, auf wen denn sonst? 24 Sekunden ist in 24 Sekunden kommt die nächste, in 24 Sekunden kommt die nächste Welle. Hä, ich... Hä? Und wann haben wir gewonnen? Gar nicht. Jetzt die Zeit plötzlich weg. Kann es sein, dass alle tot sind? Abe ist tot. Jetzt bin ich tot. Das Monster wird die Geschütze zerstören. Ja. Ist es jetzt der Einzige, der noch lebt, oder was? Was ist denn das für eine Logik? Wann kommen die anderen? Ja, die sind jetzt halt tot, oder was? Alter, mal ganz im Ernst, was ist das hier gerade für ein Scheiß? Ja, das Geschütz wird natürlich gemacht. Wir müssten noch 4 Minuten überleben. So, den gehen wir töten. Ja, der rennt natürlich wieder weg. Anders kennen wir es ja auch nicht. Ja, genau, macht er die noch. Du bist tot, mein... Ihr seid alle tot, ihr könnt nichts mehr... Alter, wenn ich jetzt verliere, ich... Ernsthaft. Wenn ich jetzt verliere... Dann bin ich sauer. B. Oh. Ich kann spawnen. Hups. Kann ich gewinnen, bitte? So, und jetzt wieder die Bomben. So, falls es zurückläuft, ich habe ein bisschen hinter das geschossen und jetzt nehmen wir auch wieder Bell, weil ich will ja nicht unfair sein. So, okay. 2 Minuten 30. Alter, jetzt verreckt doch endlich. Danke. Alter, wie das den Boden küsst. Ah, da kann man ja echt... Aber die Augen sind voll cool. Ich finde es bloß blöd, dass man sich jetzt nicht ducken kann. Dann könnte ich noch ein bisschen die Augen besser begutachten, ne? Kann ich da oben drauf stehen? Wahrscheinlich eher nicht. Und ich nehme diese Pfeile und werde die beiden betäuben. Auf dass du mehr Schaden machst. Und auf dass wir mehr Zeit haben. Okay, vielleicht sollten wir den töten, der näher dran ist. Ah, okay, der eine ist schon tot. So, komm, töten wir den noch bitte. So, jetzt geh doch endlich drauf. Also... So, der ist auch tot. Wo ist unser Freund, das Blitzdings? Viech. Jäger gewinnen in 1 Minute. Bedeutet, wir müssen 1 Minute durchhalten. Bedeutet, wir müssen das Monster
eine Minute lang beschäftigen, bedeutet, wir schaffen es. Oder auch nicht. Es können noch Wetten abgeschlossen werden, also. Okay, es haut ab. Das ist gut. Ah, okay, der rennt ihm noch hinterher. Markov, könntest du bitte zurückkommen? Schön. So, wir müssen nur aufpassen, wann die Monster wieder kommen. 4 Sekunden, dann kommen die Monster wieder. 20 Sekunden, dann haben wir gewonnen. Jetzt halt die Frage, schaffen wir das? 20 Sekunden ist nämlich noch lang. 12 Sekunden. Komm, jetzt bitte. Showdown hier. Ja, wenn der das jetzt noch zerstört kriegt, dann spiele ich das Spiel nicht mehr, ich schwöre. Geh einfach drauf. Ja, wir... War das wirklich das erste Mal, dass wir gewonnen haben? Es waren viele erste Mal. Wir haben das erste Mal das Ende gewonnen. Glaube ich. Und dann waren noch zwei andere Sachen, die ich vergessen habe. Aber es waren zwei andere Sachen noch, die wir auch gemacht haben. Und es war bis jetzt die längste Aufnahme von Evolve, die ich hatte. Das ist jetzt eine Stunde 20 Minuten lang. Also bis jetzt nicht die Folge natürlich. Die wird kürzer, aber die Aufnahme insgesamt ist jetzt gleich eine Stunde 20. Aber ich blick nicht, wie sie die nicht auch auf das Raumschiff gegangen sind, dann wären sie jetzt nicht tot. Aber man muss ja auch nicht alles wissen. So, dann haben wir es jetzt auch wieder geschafft. Die eine Runde war ein bisschen blöd, also Tag 4 war es, glaube ich. Die Runde war wirklich blöd. Aber es gibt halt immer wieder blöde Runden. So, aber letztes Mal hat es, glaube ich, nur 260 Millionen Schaden gemacht. Dieses Mal nur 183 Millionen. Also, wir haben uns verbessert. Getötete Jäger 16 ist nicht so schön. Getötete Monster 0. Wir haben ernsthaft immer gewonnen, weil die Zeit um war. Oder irgendwas anderes. Getötete Tiere 104, aber auch durchs Monster, oder? Und das ist immer noch die große Frage. Die Schüsse zählen von allen, glaube ich, oder? Müsste eigentlich so sein. Ja, dann war es das auch für dieses Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, eine weitere Runde Evolve Evakuierung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.